Ja, liebe Freunde, willkommen zu Let's Play Super Smash Brothers. Ich spiele gerade Pac-Man und... Komme! Hier unten, du Sack. Du weißt ganz genau, warum ich heute hier bin. Hör mit der Kohle. Pika Pika. Ja, ja, okay, okay. Chill. Chill. Liebe Freunde, willkommen zu den Game News. Heute habe ich schöne Themen für euch, denn der Buddy ist heute bei einer komplizierten Brust-OP. Deswegen werde ich das heute mal hier alles so übernehmen. Heute habe ich folgende Themen für euch. Und zwar Resident Evil 7. Nintendo fordert 40% Einnahmen von Streamern und YouTubern. Und Unreal Engine 4. Resident Evil 7. Im Moment wird spekuliert, ob der siebte Teil ein Kracher wird oder nicht. Produzent Okabe arbeitet selber nicht an dem siebten Teil. Er beschäftigt sich gerade mit Resident Evil Revelations 2. Trotzdem erwähnte er in einem Interview, dass die Partner des Entwicklerstudios, die an dem siebten Teil arbeiten, großartige Arbeit geleistet hätten. Das Rumgehype über die neuen Resident Evil Spiele kennen wir ja allzu gut, wie in 5 oder 6 oder was auch immer. Alles war Schrott und wurde bis in den Himmel gehypt. Wir lassen uns mal überraschen, was da aus dem siebten Teil gebastelt wird und hoffen, dass das dann mal wieder ein richtig guter Resident Evil Teil wird. Kommen wir nun zu Nintendo. Die fordern nämlich nun 40% der Einnahmen von Streamern und Let's Playern. Give some money! Schon seit längerem sind Streamer und Let's Player mit Nintendo im Clinch. Denn 2013 beanspruchte Nintendo die kompletten Werbeeinnahmen für sich, ohne dass die Community überhaupt einen Hauch davon wusste. Nun wagt Nintendo einen neuen Anlauf zur Monetarisierung, und zwar mit dem Creators-Programm. Das ist ein Programm, in dem sich Let's Player und Streamer anmelden müssen, um Inhalte von Nintendo zu monetarisieren. Damit drängt sich Nintendo zwischen die Videoplattform und die Videoersteller, so dass alle Werbeeinnahmen erstmal in die Tasche von Nintendo fließen. Ja. Get money, oh. Am Ende wird dann alles aufgeteilt, nur wie lange es dauert, bis die Kohle ankommt oder wie viel überhaupt noch rausspringt, das ist die andere Frage, meine Freunde. Wir wissen nicht, warum Nintendo sich im Gegensatz zu anderen Entwicklern so querstellt. Vielleicht liegt es an den schlechten Verkaufszahlen der Wii U. Was haltet ihr davon? Ist das alles gerechtfertigt oder doch eher eine Abzocke? Schreibt es uns bitte unten in die Kommentare, denn das interessiert uns nicht. So, ich bin aber heute doch nicht ganz alleine. Ich habe hier meinen Zwillingsbruder, besten Freund, Kollegen mitgebracht. Bis gleich. So, ihr Pietfliedchen. Jetzt habe ich mal was ganz Feines für euch hier. Und zwar Unreal Engine 4. Ja, letztes Jahr kam ja Daylight hier, ne? Was war das denn für ein Dreck? Da haben sie einfach ein PlayStation 2 Spiel genommen und haben davor das Logo von der Unreal Engine 4 reingeballert. Das war ja Erbrochenes, war da. Da war ja nix, hör mal. So Dreck, da könnt ihr die in den Arsch schieben, ja? Ich zeige euch jetzt mal hier, was Unreal Engine 4 ist, liebe Freunde.
So, Leute, bei dieser Grafik, da platzt mir die Cojones, oder sag ich dir, ja? Und bald kommt Tekken 7, ja, mit dem Fratzengeballer. Und da könnt ihr sehen, was Unreal Engine 4 drauf hat, Leute. So, ich bin dann auch mal wieder weg, ne? Ich hab gehört, hier gegenüber im Kaufhaus, da haben wir ein bisschen Maurerbrause im Angebot heute. Da schlage ich direkt mal zu, da nehme ich direkt 3 Kassen auf einmal um Rücken, ey. Haut mal rein, ihr Opfer. So, ja, danke Harald, ne? Danke an dieser Stelle und jetzt nochmal zu Nick zum Wetter. Ja, ist kalt, ne? So, das war's vom Wetter. Zieht euch warm an und unsere Game News sind jetzt auch mal wieder vorbei. Schade, ja, leider. Okay, also, wenn ihr mehr vom Harald sehen wollt, dann schreibt es uns in die Kommentare. Lasst uns ein Abo da oder einen Daumen oder was auch immer. Wir sehen uns nächste Woche wieder und dann denke ich auch, dass dann der Vollhorst hier wieder neben mir steht. Bis dahin, euer Makatze.